Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister im Islam. Es geht darum, dass sehr, sehr, sehr viele Geschwister beim Mitgebet Insha'Allah sagen. Und ich werde euch jetzt mal kurz die Beweise einblenden. Ihr könnt gerne kurz auf Stopp drücken, euch das durchlesen und dann geht's weiter. Ja, und manche sagen dann, möge Allah dir deine Prüfung erleichtern, inshallah, oder auch inshallah vergibt dir Allah, oder Amin inshallah, oder inshallah Amin. Aber guck mal, ich habe diese Fehler auch gemacht und viele machen diese Fehler. Doch haben wir nun die Beweise gemeinsam gesehen und das ist ein wirklich sehr, sehr wichtiges Thema. Davon sind wahrscheinlich die meisten, wirklich die meisten Muslime betroffen. Und ihr wisst, dass ein Dua, ein Bittgebet angenommen wird, hat Bedingungen, aber dazu kommen wir kurz später noch einmal. Deswegen macht ihr zum Beispiel ein Bittgebet so, möge Allah subhanahu wa ta'ala dir helfen, Amin. Ja Allah, vergib mir alle meine Sünden, Amin. Jemand sagt zum Beispiel, möge Allah diese Person heilen, sagt ihr, Amin. Und ich möchte noch kurz was sagen, natürlich hat das nicht unbedingt was mit Geiz zu tun, aber du hast jetzt eventuell etwas Neues gelernt, etwas wirklich sehr, sehr Wichtiges gelernt. So teile dieses Video unbedingt mit deinen Geschwistern und abonniere den Kanal für mehr. Aber wir sind noch nicht fertig. Wir sind noch nicht fertig. Wie gesagt, das Bittgebet hat Bedingungen. Okay, das Thema ist etwas länger. Deswegen, wir haben hier einen Ersatzkanal, der Islam verbindet 2. Und ich habe dort ein neues Video hochgeladen mit dem Titel, wieso wird mein Bittgebet nicht angenommen? Es ist ein etwas längeres Video, aber natürlich, wer unbedingt möchte, dass seine Bittgebete angenommen werden, wird sich dieses Video anschauen. Und Allahu A'lam, man weiß nie, viele wollen, dass unser Kanal gesperrt wird, deswegen abonniert auch diesen Ersatzkanal. Dazu kommt, dass es dort generell längere Videos geben wird und halt etwas andere Sachen, die es auf diesem Hauptkanal nicht geben wird. Wie zum Beispiel neue Vortragsreihen und so weiter und so fort. Und so ein Abonnieren ist ja kostenlos und dauert keine Minute. Deswegen geht auf den Link oben in der Bio rauf. Geht auf das Video rauf, schaut euch das Video an, abonniert den Kanal für mehr und teilt dieses Video für Allah Azawajal, damit eure Geschwister lernen und natürlich abonniert auch diesen Kanal und inshallah werden demnächst wunderschöne und spezielle Videos auf euch zukommen und wer hat es bemerkt, genau was habe ich gesagt und inshallah werden demnächst. Das in diesem Fall ist eine andere Sache. Wenn ich zum Beispiel sage, hallo Bruder, Assalamu alaikum, wa alaikum assalam. Magst du morgen kommen? Sagt der Bruder, ja, ich würde morgen gerne vorbeikommen, inshallah. Das ist eine andere Sache, inshallah ta'ala. Deswegen bei einem Bittgebet, möge Allah azawajal mir und euch eure Sünden verzeihen. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Danke fürs Zuschauen. Das war's jetzt vom Video. Und hier kannst du auch noch andere Videos sehen. Und falls du noch kein Abonnent von uns bist, so abonniere uns doch kostenlos und sei dabei. Wir freuen uns auf dich. Bis zum nächsten Mal. Der Islam verbindet.